Willkommen zurück zu Devil May Cry. Ja, wir sind momentan schon im 16. Auftrag, Albtraum der Dunkelheit. Wir schauen mal eben bei Power-Ups rein. Ich glaube nicht, dass wir da großartig was kaufen könnten. Nein, das sieht eher schlecht aus. Oder würde ich sagen... Könnte man vielleicht noch ein extra kaufen? Blaue Kugel, violette Kugel. Ja, auch nicht so wirklich. Die gelbe könnte man vielleicht noch zum Spottpreis ergattern. Und ansonsten... Naja, nicht so wirklich. Gut, dann würde ich sagen, dann tun wir einfach mal den Auftrag starten. Lüften Sie das Geheimnis des Hermesstabs. Mal gucken, ob ich noch weiß, wie es hier irgendwo lang ging. Oh, seht ihr mal, wir kriegen gleich sogar eine blaue Kugel. Boom. Ich glaube, jetzt musste ich hoch, ne? Ich weiß das schon alles gar nicht mehr. Verdammte Axt aber auch. Ich gehe einfach mal in die Richtung. Da ich ja wahrscheinlich zurück irgendwie muss. Geil! Geht ja gut los hier. Und der nächste. Komm schon. Nice. Oh, auch noch einen. Hier sind die Bazooka oder halt dieser Granatenwerfer echt geil. Denn die Viecher haben da halt keine große Chance zu überleben. Natürlich finde ich die Schrotflinte immer noch irgendwo ein bisschen besser. Aber hier bei diesen Gestalten ist die schon recht okay. Zwar langsam, mit einer Menge Feuerkraft, aber da ist die Schrotflinte halt ein bisschen ausgeglichener. Es war auch langsam, aber hat auch eine hohe Feuerkraft. Das Rad des Schicksals wird nicht ins Land, weil... ja. Schön, da komme ich jetzt wahrscheinlich wieder zurück, ne? Oder wie war das? Lacht mich da irgendwas aus? Hört sich nach einem Hund oder so an. Ich bin auch nicht bei Resident Evil. Ach ja, jetzt hier wieder dunkel. Oh, es ist dunkel. Neue Mobs, also hier von diesen. Und hier war eigentlich eine Tür, da kommen wir aber nicht mehr hin. Du musst das Werk dunkler Mächte sein. Das muss das Werk, so. Wo bin ich jetzt hier? Ach, hier bin ich, okay. Dann werde ich hier wahrscheinlich doch nicht rein können. Okay. Wo muss ich denn jetzt nochmal hin hier? Ach ja, ich muss dort da drüben. Ja, hier. Und die Statue ist auch verschwunden. Ja, genau. Da drüben haben wir noch ein kleines Teilchen. Ich glaube, jetzt kriegen wir... Nee, verdammt, wir haben bloß 3 von 4. Ach, ich habe gerade gehofft, dass wir doch noch ein Lebenspunkte-Balken mehr bekommen. Leider doch nicht. Gut. Und der Controller vibriert, obwohl nichts passiert. Das ist vollkommener Quatsch eigentlich. Was geht denn hier ab? Ich kann mich irgendwie nicht an diese Szene erinnern. Ah, da oben war noch was Blaues, habe ich gesehen. Da werde ich dann auch nochmal hoch müssen. Aber jetzt echt mal, ich kann mich an die Szene hier gerade gar nicht erinnern. Als ich hier jetzt zum ersten Mal gespielt habe. Meine Güte, du gehst mir offen. Hier.
Habe ich dich? Nee, nicht ganz. Ah, jetzt habe ich dich. Ah, das ist wirklich so. Ich kann mich wirklich gerade nicht mehr daran erinnern. What the fuck? Da ist noch eins. Also muss ich hier um... Ah, shit. Okay, so komme ich nicht hin. Ja, so erst recht nicht. Jetzt habe ich es. Jawohl, da kriegen wir nochmal ein paar Lebenspunkte drauf. Oh, gut, dann kann ich nämlich jetzt auch hier wieder links durch die Tür abhauen. Der schon wieder? Oh! Lass doch das mal sein. Ach, ich glaube, ich kann mich deswegen nicht mehr dran erinnern. Weil ich glaube, ich nämlich gegen so eine Puppen gekämpft hatte hier in diesem... Warum jetzt allerdings hier was anderes ist, frage ich mich gerade auch. Noch zwei. Oh Gott. Jetzt habe ich die Schnauze voll von drin. Lass das doch mal sein. Die sich schon wieder zerteilt. Was ist denn hier los? Ach, die teilen sich jedes Mal auf. Ich kann gar nichts machen. Na, das ist ja beschiss. Oh, dann hau ich natürlich lieber ab. Ja, wo sind die Puppen? Genau die meinte ich. Oh, wenigstens wieder volles Leben. Den Ehen hat es einfach mal so zerfleddert. Ist natürlich auch eine Option. So. Gut. Ja, komm. Hier. So. Diese Elektrodinger sind natürlich richtig ekelhaft gerade gewesen. Kann ich dich hier irgendwie... Nee. Gut. Hätte ja sein können. Ist das ein Bild? Das ist ein Bild eines Mannes mittleren Alters. Oh, gut, wenn es nicht mehr ist, dann halt ja wohl nicht. Dann sollte es halt nicht mehr sein. Hallo? Achso, die Rüstung, die kann ich ja nicht zerstören. Jetzt ist hier eine Tür. Hier war doch ein Gemälde. Ich komme natürlich wieder ganz woanders hin. Ach nein, das. Ich erinnere mich. Ja, genau. Mhm. Aus der spiegelgleichen Wasserpfütze steigt ein Schwall teuflischer Energie hoch. Eine Stimme in meinem Kopf spricht zu mir. Der an das Tor zur Unterwelt klopft, sollte sich in die Macht des blauen Steins bohren. Das ist auch richtig ekelhaft, das Teil. So einen Bossgegner zu haben, ist, ja, nicht gerade die feine Art. Wo kann ich denn hier? Jetzt, ja. Komm schon. Nicht? Na gut. Dann gehe ich mal wieder. Tüdelü. Das Problem ist, das Ding... Wo kommen denn die Teile jetzt her? Au! Nein! Lass mich, lass mich, lass mich. Komm!
Ach, hat's wieder eingesammelt. Gibt's doch nicht. Spuck's aus. Komm schon, stylisch. Boah, wenn mich das Vieh verschlingt, Oh Gott, ich hab's irgendwie überlebt. Na komm schon, ja, ich hab's gleich. Nice, Damas. Das Vieh kommt nochmal eine Ecke stärker hoch um die Ecke. Hat sich zwar ein bisschen blöd jetzt angehört, aber es ist einfach so. Denn das Ding ist richtig ekelhaft. Ja, genau, stimmt. Die des blauen Steins, die war, glaube ich, hier in die Richtung. Ach, genau, mit dem Hermesstab. Ja, ja, ich erinnere mich. Natürlich muss ich hier wieder aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Egal. Komm schon. Nice. Auch noch. Der nächste. Hallo? So, jetzt. Ich glaube, ein Kumpel von mir, der das mal gespielt hatte, wo das wirklich zu Anfang rauskam, der ist hier unten verreckt. Wie er das geschafft hat, fragt mich das nicht. Es ist einfach so passiert. Okay, hier geht nicht. Dann muss ich doch zum Hermesstab. Es reagiert auf den stärker werdenden Schwall der Dunkelheit. Soll ich diesen Gegenstand verwenden? Hermesstab, ja. Bitte. Oh, zwei Bilder. Durch irgendeins muss ich. Ich weiß bloß nicht mehr, welches das war. Ich glaube, durchs rechte muss ich. Nee, durchs linke muss ich zuerst. Das Torwächter auf den Stein. Es scheint irgendwie. Augenblick mal. Es hat den Anschein, dass ich kräusel. Ja, ja, ich weiß. Ah, seht ihr mal. Auftrag erfüllt. 11 Minuten. Ist wahrscheinlich wieder bloß so eine doofe Zeit, ne? Man hätte das schneller machen können. Na gut, B, das geht eigentlich ganz. Wirklich noch. So, dann speichern wir die Sache mal. Und nächsten Auftrag. Power up. Extra. 3000 haben wir. Ich würde sagen, wir machen einmal. Oder? Komm, wir nehmen einmal violette Kugel noch mit. Warum nicht? Wir hatten es gerade so dicke. Auftrag 17. Getrenntes Andenken. Töten Sie den Drachen und betreten Sie den Hof mit dem Quecksilber. Das war eine komische Quest, kann man dazu jetzt nicht sagen. Aber wenn man das halt zum ersten Mal spielt, weiß man ja nicht so wirklich, wie man mit diesem Drachen verfahren soll, was halt ein bisschen komisch ist halt und auch nicht wirklich erklärt wird. Warte mal, hier drin. Jawohl, wusste ich doch, dass da einer ist. Oh, ein paar Kugeln wieder mitgenommen. Und weiter geht's aufwärts. Denn bei diesem Drachen, der tut einen immer so einen komischen. Ja, was ist es? Genau, kann ich es nicht sagen. Feuerball? Na doch, würde ich schon fast so sagen. Tut er einem entgegenschleudern und ja, den muss man halt irgendwie zurückwerfen. Jetzt würde ich schon fast sagen, ich komme noch nicht da durch. Warum denn nicht? Kann ich hier noch irgendwie was entdecken oder so? Nee, ne? Ne, hier ist nicht weiter. Gut, dann ab in die Richtung. Ach ja, meine Freunde, die schon wieder.
Oh ja, genau. Das lässt ihr mal lieber. Ich bin zwar jetzt hier oben, aber kann mir nicht viel passieren. Da haut er mich weg. Da haut er mich auch weg. Oh. Ach komm, mach mal wieder. Wir haben ein paar Blitze reinpfeffern in die guten. Jetzt mal ein bisschen gegart werden, oder? Den einen haben wir. Wollen wir bloß noch den anderen hier brutzeln. Da kriegen wir ein bisschen. Oh, seht ihr mal, ein Schlag und da war weg. Schön. Zack. Haben zwar nicht das volle Leben erstattet bekommen, aber okay. Damit kann ich leben. Aber hier sieht man, wie es gerade draußen stürmt. Das haben sie eigentlich ganz cool animiert. Boah. Vor allem, weil es ja damals, wie gesagt, nicht so wirklich ging. Nieren. War ich hier schon mal? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, hier kann ich bloß durch. Genau. Die Tür lässt sich nicht öffnen. In der Mitte ist eine runde Öffnung. Zeige den Edelstein im Mondlicht. Und den habe ich noch nicht. Oh. Okay, da war noch einer. Und noch ein paar. Ach, ist das herrlich. Wo bist du denn? Hier kommt wieder einer aus dem Boden. Nun ist gut. Zwar nicht viel gebracht, aber na gut. Hätte ich vielleicht eher zünden sollen. So, und nun? Ach ja, genau. Jetzt bin ich hier an dieser Stelle angelangt, wo der Drache, das ist der da vorne, diesen Vollerball schmeißt. Ja, wie soll man jetzt diesen Drachen besiegen? Geht natürlich nicht. Spaß, geht natürlich schon. Man muss halt bloß aufpassen, dass man im richtigen Moment das Schwert zückt, um diesen Feuerball zurückzuschmeißen. Zack, so in etwa. Und das macht man, glaube ich, dreimal. Denn danach ist der Drache hinüber. Problem ist halt, man sieht nicht wirklich, auf welcher Höhe der gerade ist, da der eine verschiedene Größe anzeigt. Na komm. Also jetzt habe ich zu viel gemacht. War ich wieder zu spät? Komm doch! Wieder zu spät. Nee, zu früh diesmal. Jetzt haben wir. Ach ja. Ja, an der Kurbel muss ich nicht drehen. Das ist einfach bloß so. Ja, wie soll ich es jetzt nennen? Deko. Und ansonsten ist hier jetzt nicht so viel. Da müssen wir jetzt hier einfach bloß nach oben. Wartet mal. Ach ja, genau. So geht's. Hallo? Wie war denn das? War doch. Okay, es hat jetzt irgendwie geklappt. Wie, weiß ich nicht. Damit lässt sich das Mondlicht einfangen. Oh, das Mondlicht muss ich einfach bloß hier rüber strahlen, aber dazu müsste ich dort drüben auf der Seite einen
Schalter, Spiegel umdrehen, damit das überhaupt funktioniert. Natürlich springe ich wieder runter. Hallo? Oh. Zack. Wo ist der nächste? Hier. Dahin. Da, und den nächsten sieht man wieder nicht. Alles klar, der war genau vor uns. Die ersten drei sind noch recht gut zu erkennen. Hallo? Recht gut. Recht gut zu erkennen. Aber halt beim letzten ist das halt so eine Sache. Da ist das halt nicht gerade schick gemacht worden. Jetzt kann ich hier ganz gemütlich rüber. Ich weiß nicht, ob es auch von unten klappen würde, dass ich da hochspringe. Aber hier brauche ich einfach bloß... Wartet mal, wo war's denn jetzt? Ach, genau, hier drüben. Eins weiter noch. Nee, doch nicht. Hallo? Wie war denn das jetzt? Ich hab's doch vor kurzem noch rausbekommen. Das kann ich nicht zerschnibbeln. Da kann ich auch nichts machen. Ah, guck mal. Ein blaues Fragment. Das ist gut.